Welche Probleme bricht Ihnen Betroffene im Alltag, in Ihrer Suche nach Ihren Freunden, nach Ihren Kindern? Was sind die großen Schwierigkeiten, vor denen Sie stehen? Ja, vielen Dank für das Wort und vielleicht darf ich kurz die Gelegenheit nutzen, zu sagen, wer ich bin und wo ich herkomme und warum ich überhaupt da bin. Ja, mein Name ist Frank Schumann und ich bin 1965 in Wülfrath bei Düsseldorf geboren. Ich bin also kein Ossi, in Anführungsstrichen, ne, sondern ich bin im Westen groß geworden und habe meine Frau 2001 kennengelernt. Und mit diesem Kennenlernen meiner Frau bin ich dann auch mit dem Schicksal in Berührung gekommen, denn sie ist selbst Betroffene von ungeklärtem Kindestod. Und wir haben uns dann ja, über 16 Jahre lang erstmal intern mit dem Thema auseinandergesetzt, bis ich dann 2017 an einer Veranstaltung teilgenommen habe, die der LAKE in Erfurt durchgeführt hat. Und ich mich dann auch mit den Schicksalen der anderen Beteiligten, die an dieser Veranstaltung teilgenommen haben, auseinandergesetzt habe. Das hat mich dazu geführt, zu sagen, ich kann hier nicht einfach nur teilnehmen und einfach nur so tun, als würde mich das berühren. Wenn es mich berührt, dann muss ich da auch was machen. Ich bin bei der Bundeswehr beschäftigt. Ich war nie in der NVA. Da gehen manchmal Gerüchte rum, aber ich habe mit West und Ost nichts zu tun gehabt. Ich bin Stabsoffizier bei der Bundeswehr und ich habe ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundeswehr gearbeitet, in verschiedenen Einsätzen, im Pressedienst und habe da ein paar Kenntnisse und das habe ich dann dem Andreas gesagt, dass ich da meine Unterstützung anbieten kann. So viel zu mir. Zu der Frage, was ist eigentlich die Herausforderung, die ich dann auch sehr schnell von 2017 November bis im März 2018 habe ich also unzählige Telefonate geführt mit Betroffenen, die mich natürlich kennenlernen wollten, als jetzt ein neues Mitglied im Vorstand der Interessengemeinschaft. Und habe dann eben von deren Schicksalen erfahren und auch von der Problematik an die Sache der Aufklärung heranzugehen. Was trifft diese Betroffenen immer wieder? Erst einmal eine gewisse Stigmatisierung. Ja? Also man hört zum Beispiel immer wieder den Satz, naja, wenn die Kinder weggenommen bekommen haben, dann muss da ja schon was dran gewesen sein. Das haben die von der ehemaligen DDR ja nicht ohne Grund gemacht. Also solche Stigmata treffen die Leute, die betroffen sind und die haben natürlich auch das Problem, dass wenn sie sich dann mit ihrem Vorgang auseinandersetzen wollen und auch feststellen, sie sind nicht alleine, dass sie bei den Institutionen auch Schwierigkeiten treffen. Ich war heute noch in der Klinik, wir sind zurzeit in Kooperationsgesprächen mit Klinikleitungen, was den Zugang zu den medizinischen Dokumentationen betrifft. Und dort kann man auch spüren, dass da so ein gewisser Vorbehalt ist. Ne? Das hat alles so im Dunkeln stattgefunden, vor 30 Jahren. Man weiß ja auch nicht, wer da alles beteiligt gewesen ist und die Klinikleitungen sind da sehr vorsichtig, ja, was diese Thematik betrifft. Ne? Und das genau ist der Punkt, den die Betroffenen immer wieder spüren. Sie wollen im Prinzip eine Aufklärung von einer Institution, von der sie davon ausgehen, die ist neutral, die hat damit nichts zu tun, das ist 30 Jahre danach. Zeigt mir mal meine Unterlagen und dann sagen die, da ist nichts mehr. Wir haben das alles vernichtet. Und wenn ich das gehört habe von den Betroffenen, und man muss dazu sagen, viele von den Betroffenen gehören ja nicht zu den Gewinnern der Wiedervereinigung. Ja? Wir sprechen hier von den Personen, die eher als Verlierer der Wiedervereinigung zu bezeichnen sind. Da sind ganz viele harte Schicksale dabei, mit ganz geringen Renten. Und das bringt mich dann auch gleich zu dem Punkt, warum wir kein Verein sind. Aber ich führe noch mal kurz weiter aus. Die durchdringen den Sachverhalt gar nicht. Ja? Weshalb kriege ich meine Unterlagen nicht zu sehen? Das sind doch meine Unterlagen. Weshalb darf ich denn in die Akte nicht reingucken? Warum ist denn das verboten? Und dann habe ich mich natürlich mit diesen Thematiken auch mal ein bisschen akademisch auseinandergesetzt. Ja? Habe also mal Gesetze gefühlt, habe mir den Einheitsvertrag mal eingezogen, wenn ich das so sagen darf, ne? In nächtelangem Studium. Und habe dann festgestellt, das Thema ist schlichtweg vergessen worden. Also entweder bewusst vergessen worden, was ich nicht unterstellen will, aber zumindest unbewusst vergessen worden. Ja. Das sind also Regelungen übernommen worden im Sinne von, was in der DDR Gesetz war und was nicht dem Menschenrecht widersprochen hat, das gilt auch weiterhin. Also ist auch heute bei bundesrepublikanisch anzuerkennen als damaliges Gesetz und damit rechtskonform. Eine Zwangsadoption, wo eine Mutter
das Kind weggenommen wird oder einem Vater, obwohl die das nicht wollen, wo man bewiesenermaßen nicht belegen kann, dass das dem Wohl des Kindes gedient haben soll, sondern wo das eindeutig politisch motiviert ist oder aber auch aus anderen sozialen Gründen motiviert, Stichwort asozialen Paragraph in der DDR, das ist eindeutig Unrecht. Ja? Und das hat man im Einigungsvertrag einfach vergessen, das zum Unrecht zu machen. Es gab dann eine Klausel, die besagte, dass innerhalb von 14 Monaten, 12 Monaten ein Widerspruch möglich ist, 1990. Aufgrund von Aktenfunden in Berlin, die von der Frau Dr. Warmuth untersucht wurden und wo noch bei meiner Studie festgestellt wurde, es ist also tatsächlich so, es hat Zwangsadoption gegeben und das ist auch belegbar, hat man 7 Fälle aufgeklärt und dann hat man eine Clearingstelle eingerichtet bis 1993 in Berlin. Und dann waren die Fristen abgelaufen. Seitdem gibt es also keine rechtliche Handhabe mehr, gegen diese Adoptionen vorzugehen. Und damit haben die leiblichen Eltern auch keine Möglichkeit mehr, in irgendwelche Unterlagen zu schauen. Sie sind also, die Kinder sind in anderen Familien und die haben das Recht, dass das geschützt bleibt. Und demzufolge haben die leiblichen Eltern kein Recht, in die Adoptionsunterlagen einzugehen. Dankenswerterweise haben wir jetzt einen Antrag aus Sachsen, der das genau beseitigen würde, dieses Unrecht. Ich habe große Hoffnung, dass das im Bundestag auf Widerhall trifft. Sollte das nicht der Fall sein, werden wir weiterhin alle Wege in Bewegung setzen, um die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass das notwendig ist. Ja, was sind noch die Probleme? Sprechen wir mal über das Thema Säuglingstod, umgekehrter Säuglingstod. Da ist also eine Mutter, oder Kindestod, da ist eine Mutter, die hat ihren Sohn verloren, der kleine Nico aus Güstrow. Ja, der ist ins Krankenhaus gekommen mit einer ganz banalen Krankheit. Einen Tag später hat die Mutter gesagt bekommen, das Kind ist tot. Die konnte das nicht glauben. Sie wurde abgewiesen von allen möglichen Institutionen. Sie musste sich mit dem Thema abfinden. Ist sie in Lautern? Hat ihr erklärt, ja, sie ist tot. Sie hatte keine Chance, das aufzuarbeiten in der ehemaligen DDR. Und sie wendet sich Jahre später an eine Institution, in Mecklenburg-Vorpommern und bittet darum, das Thema zu klären. Dann wird ihr erklärt, die Unterlagen, die da vorhanden sind, also der Totenschein, die entsprechende Sterbeurkunde und so weiter, das ist alles plausibel. Also glauben Sie jetzt mal, dass Ihr Kind tot ist. Ja, verarbeiten Sie das jetzt mal, treten Sie in die Trauerarbeit ein. Das ist so gewesen. Glauben Sie uns, wir sind eine Institution aus Mecklenburg-Vorpommern, wir sind beauftragt für diese Klärungsfälle und ja, wir versichern Ihnen, das war so. Und dann glaubt diese Mutter das aber trotzdem nicht, weil natürlich die Indizien stark genug sind, um Zweifel zu behalten. Und dann öffnet sie das Grab, lässt das Kind bzw. das Grab exhumieren und man stellt fest, in diesem Grab befinden sich Menschenknochen von einem erwachsenen Mensch und Katzenknochen, aber keine Kinderknochen. Und dann lässt sie ein forensisches Gutachten erstellen, ein von der Aufarbeitungsbeauftragten aus Mecklenburg-Vorpommern beauftragter Gutachter schreibt, dass eben nur Erwachsenenknochen und Katzenknochen gefunden wurden und keine Kinderknochen. Ausdrücklich steht es in dem Gutachten. Und dann steht da noch der Satz, diese Tatsache, dass in diesem Grab keine Kinderknochen sind, lässt aber trotzdem nicht unbedingt den Zweifel zu, dass das Kind dort nicht begraben wurde. Ich frage mich dann als jemand, der diese Fälle recherchiert, ja, intern für unsere Mitglieder, wie kommt der Gutachter auf die Idee, so eine Aussage zu treffen? Der ist ein Forensiker, ja, der soll da Knochen analysieren. Ja. Aber der soll da keine Vermutungen äußern in einem Gutachten. Ja? Wer hat den beauftragt? Und dann komme ich wieder zu dieser Stelle, die dafür zuständig ist, das aufzuklären. Und diese Stelle ist diejenige, ich muss das jetzt mal hier an der Stelle so sagen, ja, die uns am meisten behindert in unserer Arbeit. Die immer wieder öffentliche Statements abliefert, dass alle Fälle, die sie in der Beratung hatte, über 100 zweifelsfrei aufgeklärt sind. Und dann spreche ich mit unseren Mitgliedern aus Mecklenburg-Vorpommern, die schon da waren in dieser Beratungsstelle, sagen, wir haben Zweifel, da ist nichts aufgeklärt. Also man trifft nicht nur auf Menschen, die einen verstehen wollen, sondern man trifft natürlich auch auf Institutionen, die beauftragt sind zur Aufklärung, die einem gar nicht helfen.
wollen. Das kann ich so nicht sagen. Komisch. Ich kann aber sagen, dass sie eigentlich helfen. Denn die Betroffenen haben das Gefühl, die wurde nicht geholfen. Und das bringt mich jetzt zu unserer Organisation. Andreas Lager hat diese Interessengemeinschaft gegründet und er hat eine ganz bewusste Entscheidung getroffen. Für sich, seine Familie auch mit ihm und seine Mitstreiter zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir werden von den Betroffenen kein Geld nehmen, um unsere Arbeit zu finanzieren. Wir werden keinen Verein gründen, wo man Mitgliedsbeitrag dafür zahlt, dass man sein Unrecht profitiert bekommt. Ja? Wir gründen eine Interessengemeinschaft und tauschen uns untereinander aus. Und da, wo jemand kann, helfen kann und die Mittel dafür hat, da setzt er sie ein. Er war dazu bereit. Viele von unseren anderen Vorstandsmitgliedern sind das auch. Wir natürlich auch. Wir setzen unsere Mittel dafür ein, aber wir fordern das nicht von anderen. Und deswegen haben wir eine Interessengemeinschaft, die kein eingetragener Verein ist, mit Mitgliedsbeitrag und Bryn Bamborium. Sondern bei uns kann jeder, der das Gefühl hat, er braucht Rückhalt von anderen, Teil der Gemeinschaft werden. Warum haben wir jetzt eine Petition eingereicht? Weil eigentlich sehr schnell klar war, dass wir die Politik davon überzeugen müssen, dass in diesem Staat manche Dinge, die nach der Wiedervereinigung nicht gut gewesen sind, korrigiert werden müssen. Und manche Dinge, an die man gar nicht gedacht hat zu diesem Zeitpunkt, weil man es gar nicht für wahrscheinlich gehalten hat, Stichwort Kindesraub im Krankenhaus oder vorgetäuschter Kindestod, die müssen einfach mal geregelt werden. Da muss man mal Abhilfe schaffen. Ja? Diesen Menschen muss man eine echte Aufklärung besorgen. Meine Frau zweifelt seit 18 Jahren daran, dass ihr Kind tot ist. Also seitdem ich sie kenne, sage ich mal, ich weiß von ihren Zweifeln seit 18 Jahren, seitdem ich sie kenne. Natürlich zweifelt sie schon viel länger. Und sie hatte bisher keine Möglichkeit, institutionell in irgendeiner Weise eine Hilfestellung zu bekommen. Ja? Das bedarf eines schlüssigen Gesamtkonzeptes. Und deswegen haben wir eine Forderung im Rahmen einer Petition deklariert und die auch sehr dezidiert, war eine harte Arbeit, begründet. Und wir glauben, dass mit Hilfe dieser Petition und den darin geschilderten Einzelmaßnahmen letztendlich eine Aufklärung für alle Betroffenen möglich sein wird. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, dass die ganzen Kinder alle nicht gestorben sind. Nein, das würden wir nie sagen. Wir sagen, die Fragen, die die Mütter haben und die Väter und die Geschwister und deren Kinder und die Omas und Opas und Tanten und Onkel, ja, die Fragen müssen beantwortet werden. Man muss deren Bedürfnissen nach Aufklärung unabhängig nachgehen. Und aus der Erfahrung aus Mecklenburg-Vorpommern, die ich geschildert habe, und aus der Erfahrung, die wir jetzt auch denkt man so unter Gegenüber, denkt dasselbe, fühlt dasselbe, haben dieselben Interessen. Das müssen die große Liebe finden, das sind Geschwister. Die haben nun mal die gleiche Gene und das ist natürlich Vorsprache für die Leute. Da gab es auch einen Medienbericht von Rosenschulz, was so ein Fall war. Wie findest du sowas wirklich